Hey ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, es ist bald 4 Uhr. Ich habe jetzt mal die Nacht so ein bisschen ausgesessen, habe so ein bisschen was am Dach gemacht, habe mein Zeug weggeräumt und jetzt machen wir uns mal auf in die Stadt. Und zwar, ich würde gerne aufrecht gehen, genau. Mal schauen, schauen wir mal kurz auf die Karte. Wir wollen ja hier in den Bereich. Wir brauchen ja unser. Ist das die richtige Richtung? In welche Richtung laufen wir denn? Sieht man das eigentlich? Nee, wir laufen in die falsche Richtung. Wir müssen nach da. Oder besser gesagt, nach da, über diesen Berg da. Ein bisschen Fleisch besorgen, damit wir das mal reinkriegen. Und wir werden auch mal schauen, dass wir uns mal ein paar Küchen vornehmen, dass wir ein paar Töpfe finden, damit wir endlich mal so ein bisschen kochen können. Also wir brauchen Gläser für Wasser, wir brauchen Fleisch zum Braten, damit wir mal endlich was Vernünftiges in den Magen kriegen. Wir haben immer noch unsere Gehirnerschütterung, weil uns einer von den Zombies vor den Kopf gehauen hat. Das ist natürlich auch äußerst unschön. Jetzt brechen wir uns noch die Knochen und dann war das alles wieder für die Füße. Hier ist nämlich, das war ja ein Dreierhaus, aber es waren hier welche, die waren nicht so gefährlich. Und wie gesagt, wenn wir jetzt Hühner sehen und sowas, da werden wir die natürlich direkt auf unseren Speiseplan packen, auf die Gefahr hin, dass uns das jetzt noch ein bisschen, ja, es tickt jetzt ein bisschen nach oben. Das ist dieses große Haus, was so gefährlich war. Wir schauen mal auf den Straßen, ob wir irgendwelche Sachen sehen. Die Kleinigkeiten, die ich noch essen konnte, habe ich noch gegessen. Aber sie haben uns nicht so richtig geholfen. Und wir brauchen eigentlich ein Haus, was wir auch clearen können, beziehungsweise was wir auch ausräumen können, ohne dass wir Gefahr laufen, dass wir gleich beim ersten Ansetzen da wirklich sterben. Wie gesagt, unsere Ausdauer ist jetzt natürlich auch nicht die allerbeste, weil wir ja limitiert sind durch die Gehirnerschütterung. Da müssen wir dann Schmerzmittel nehmen. Aber wir schauen uns mal um, ob wir irgendwelche Hühnchen sehen. Hühnchen, Hähnchen. Das ist ein Zweiergebäude. Das ist ein bisschen zu viel für uns. Ja, sobald ich anfange zu rennen, kriegt er hier so ein bisschen Aua an der Birne. Und das ist natürlich uncool. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Plastik drin gehabt. Du bist zum Auseinanderschrauben. Hier ist nochmal ein Nest, aber das ist auch eine Zweierresidenz. Ja, schauen wir mal weiter. Was bist du für eins? Ich hoffe nicht so eins. Ist das wirklich, rennt, liegt das wirklich? Du bist auch eine Zweier. Da liegt noch Müll auf der Straße. In dem da waren wir ja schon drin. Haben wir da eigentlich die Küche vollständig durchsucht gehabt? Wir nehmen mal den Speer in die Hand. Hier waren, glaube ich, in dem Ding auch noch ein paar Sachen drin. Wohnt hier noch jemand? Da ist irgendwie nichts zu holen. Da gibt es noch ein paar. Oh. Ah, der ist schon leer. Da sind nur solche Sachen drin. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da auch nicht. Einen Fernseher haben sie. Aber sonst war's das auch. Was bist du da? Nee, du bist nichts Besonderes. Achso, die Tür kann man ja, glaube ich, aufmachen. Ja, okay. Wenn jemand ein Hühnchen sieht, dann schreie er laut. Du bist eine Eins am Menschen. Das ist natürlich dann auch kritisch. Wie bist du? Entriegeln? Und du bist verschlossen. Okay. Ja, wir sind nicht gerade bestens aufgestellt. Hier stand irgendwie ein Auto drin. Hier sind Mülleimer. Da sind Sachen zum Verkaufen drin.
Da war Yucca, was sind das? Maissamen, Yucca-Samen, okay. Das ist natürlich schön. Hier sind ein paar Teile drin gewesen. Habe ich dich jetzt? Nee, habe ich nicht eingesammelt. Na. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Müllstapel. Da sind auch noch ein paar Sachen drin gewesen. Da oben ist nichts drauf. Verschlossen. Hier ist so ein. Ja, da müssen wir mal außen rumlaufen. Dann laufen wir einmal außen rum. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Eingang. Da geht's irgendwie rein. Da ist ein Grill. Ein Grill, da hat man manchmal auch. Da ist auf alle Fälle mal so ein Rost, auf dem wir was machen können. Die Tür ist auch verschlossen. Da ist auch verschlossen. Da sind Fenster. Okay, da müssen wir, glaube ich, die Tür aufbrechen. Ich habe da gerade Schritte gehört. Dann klopfen wir dich mal auf und schauen mal, dass wir da irgendwie reinkommen. Also ein Grillrost haben wir jetzt auf alle Fälle ein, das ist gut. Da bist du. Gut. Jetzt wird es hier ein bisschen dunkel. Ja, das ist unangenehm. Na, komm mal hier vor die Tür. Und jetzt kriege ich hier schon wieder Haue, weil wir zu wenig. Ja, er hat uns natürlich gleich eine Infektion an den Arsch gebraten. Unberührt. Da hier ist ja richtig was los. Ach, du warst noch gar nicht fertig mit mir. Ah, okay, gut. Was ist hier? Oh, ist das Zappenduster hier? Okay, da gibt's auf alle Fälle mal was zu essen. Aber das ist auch bloß Maiskram. Hier ist auch nicht viel zu holen. Da ist ein unberührter Schrank mit Dreck drin. Da ist ein Herd. Da war Kohle drin in einem Elektroofen. Naja, gut, verbrannt wahrscheinlich. Gut, mal ein Hieb in die Fresse. Entschuldigung, sagt man ja so auch nicht. Gut, gibst du Ruhe? Das ist gut. Hier flackert das Licht. Da sind auch noch so ein paar Kleinigkeiten. Da geht's runter in den Keller. Keller ist meistens immer gefährlich. So viel weiß ich noch. Was haben wir hier? Da, Nachtkonsole unberührt. Da ist eine Brille drin gewesen. Tragen. Schuhe tragen und die kann man dann zerlegen. Ja, gut aussehen tut's immer noch nicht. Ja, das ist mir alles so ein bisschen dunkel gerade hier, aber das ist bloß so ein Ein. Was ist hier? Da ist ein Schrank, da war nichts drin. Fernseher. Bild. Hier ist das Bild vom Hasso, dem König. Ja, da müssen wir wo runter in den Keller. Da liegt auch einiges auf dem Ding. Und im Keller wird es wahrscheinlich wieder richtig düster. Sieht hier irgendjemand was? Hier ist auch nichts. Da liegt ein umgedrehter Kühlschrank. Dietrich. Das ist richtig düster hier. Die Fiesen da drin. Du hast ja eine fiese Fratze. Okay. Du hast nicht genügend Ausdauer. Also somit hatte sich das auch erledigt.
Jetzt haben wir natürlich einen Haufen Zeug verloren. Um da jetzt natürlich auf meinem Bett erscheinen, ja. Durch mein Dach regnet es durch. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr schade. Die ist kalt, weil ich keine Klamotten anhab. Ah. Da friert man natürlich denn ganz schnell. Aber wie gesagt, das Sterben gehört ja irgendwie mit. Ach so, jetzt laufe ich auch noch in die falsche Richtung. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie da rankommen, wieder rauslaufen und dann müssen wir mal schauen, ob das irgendwie funktioniert. Man kann ja, glaube ich, dann auch irgendwann mal so ein, was haben wir hier alles Schönes drin? Oh, da haben wir Aloe-Creme drin. Okay, das ist gut. Hupf, 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 hupf. Ja, und es ist halt kein einfaches Spiel. Und wenn man dann auch noch so, Entschuldigung, dummbatzig ist wie ich, da ist so ein tiefes Loch. Ah, was sind hier? Was sind das denn für Kerne? Kürbiskerne. Ah, so manche Sachen findet man doch reichlich. Also es ist überall immer so ein bisschen was drin. Wir sollten jetzt halt nur irgendwie gucken, dass wir an die an mein Zeug rankommt, reinrennen, rausrennen und dann mal schauen, dass wir eigentlich vielleicht das machen. Wo ist er denn? Ah, der ist da drüben irgendwo. Ach so, ja, da mussten wir ja hier unter dem Ding durch. Bin ja gespannt, ob wir da jetzt hochkommen. Gut, wir haben jetzt auch ein bisschen. Aber Gläser oder sowas haben wir natürlich in der Küche nicht gefunden. Hatten wir die schon mal unberührt? Ah, okay, interessant. Da sind ein paar Federn drin gewesen. Hier ist ein bisschen Clay drin gewesen. Und den Schmutz findet man auch kräftig. Das war das Haus hier, ne? Ja. Nee, das war eine Einser. Menschen war das. Das war nicht die. Das da, wo der vor der Tür läuft. Genau. War das das da? Nee, da waren wir ja drin. Ein bisschen joggen. Da waren wir drin. Nee, du. Der Herd steht nur so da. Da waren wir drin, genau. Ja. Müssen wir mal schauen, ob wir da jetzt so ungefroren da rankommen. Jetzt wird es dann, ja, jetzt ist draußen auch ein bisschen heller. Vielleicht schaffen wir es ja einfach. Ja, jetzt haben wir natürlich eine verwischt gekriegt. Na, dann komm mal ran da. Ich kann euch hier auch in die Tür ziehen. Ah, dann könnt ihr dir hier die Tür kaputt hauen. Ach, du bleibst. Du sahst aus, als würdest du da nur in dem Ding rumwischen. Ah, okay. Ah, da muss man ja aufpassen. Wie ein Flitzebogen. Was haben wir denn? Aloe-Creme? Kann man die. Ah, nee, wir haben ja eigentlich nichts. Was haben wir denn im Inventar, was wir jetzt gerade so gar nicht brauchen? Mit D kann man es fallen lassen. Okay. Ja, dann schauen wir mal, ob da unten noch irgendwas los war. Da hinten war nämlich irgendwie. Da ging es da noch irgendwo hoch. Okay. Lag hier noch irgendwas rum? Nee. Okay, ja. Ihr trefft aber auch so wahnsinnig gut, ey. Ja, genau. Einmal den Kopf ab. Das ist ein Müllhaufen, der unberührt ist.
Das sind Samen. Kann ich euch... Ja, das sieht so viel aus, aber was ist das hier? Kohle? Die lasse ich mal fallen. Was brauchen wir denn sonst noch? Zement, Lappen können wir ganz gut selber herstellen, so dass wir ein bisschen hier, ach so, die Fasern, die finden wir auch überall. Federn haben wir auch, glaube ich, genug, so dass wir jetzt denn hier noch ein bisschen was frei haben. Aber jetzt geht's da oben gleich ab. Das sehe ich schon kommen. Nö. Okay, das ist ja interessant. Arbeitskiste unberührt. Da haben wir ein Buch, was wir lesen können. Dann haben wir hier Pflastersteine. Die sind erstmal nicht wichtig. Eisen können wir mitnehmen. Eine unberührte Holzkiste. Da haben wir einen besseren Bogen. Der ist Stufe 3. Dann haben wir hier Wildbreteintopf und Munition. Okay. Dann haben wir hier nochmal Munition. Und versiegelte Bücherkiste und Essen. Aber da war jetzt da auch wieder, es war wieder nichts dabei. Okay, gegrillter Mais. Ah, okay, da haben wir da was dazu bekommen. Und jetzt hier Crack a Book. Kommen da jetzt von außen welche? Da haben wir hier einmal Holzsplittermod verändern. Kann man da irgendwas machen? Ah, okay. Dann muss ich die Sachen rübernehmen. Ja, randalier du und du mal da unten rum. So, jetzt konnte man hier irgendwie verändern. Ist das Bauplan heute? Ach, das ist der Bauplan. Wenn ich da jetzt drauf gehe, benutzen. Okay, die habe ich jetzt gelernt. Dann kann ich hier Werkstatt schmieden und das kann ich benutzen. Und hier habe ich eine Hühnersuppe. Also zu essen haben wir jetzt. Was wir nur nicht haben, sind Gläser. Das habe ich nicht gefunden. Wer randaliert denn da? Und warum? Wo wollt ihr denn rein? Mal raus aus dem stickigen Keller hier. Ihr randaliert mir da draußen ein bisschen zu sehr. Hier war doch irgendwo der... Nee, da willst du rein. Oh Gott, hast du mich gerade erschreckt. Ja, die Rüstung ist schwach. Ah, okay, gut. Hat sich's jetzt hiermit erledigt? Ja, dann ist gut. Ja, dann müssen wir weiterschauen. Ah, du möchtest auch? Genau. War das jetzt ein Kopfschuss? Ja. Das scheint wohl einer gewesen zu sein. Da geht's rüber. Hier ist noch ein Häuschen. Was haben wir hier? Sniper. Kann man benutzen. Was bist du denn? Ah, du bist nur ein einfaches Häuschen. Okay, entriegeln. Waren wir hier schon drin? Hallo. Tasche, Toilette. Ah, das sieht doch gut aus. Da kriegen wir doch Wasser. Das ist doch gut. Aber Pflanze. Hier ist ein Kaffeeautomat. Da ist auch noch mal Wasser drin. Das ist gut. Haben wir hier sonst noch was? Ein Riegel? Ja. Was ist denn das für ein Schrank? Okay. Da gibt es noch mal Essen für mich. Okay, da ist noch ein Buch drin gewesen. Das lesen wir gleich, damit wir den Platz haben, benutzen. Okay, das kannten wir wahrscheinlich schon. Der Herd ist nicht, die Mikrowelle ist nicht. Da ist eine Kartoffel drin und hier ist noch ein Schrank. Da ist Grütze drin. Okay, haben wir sonst noch irgendwas hier? Da ist ein Mülleimer, der nicht. Ah, hier ist so eine Laundry. Da haben wir hier eine Hose. Tragen. Da haben wir ja auch die zerlegen. Dann haben wir da eine vernünftige Hose. Ist hier sonst noch irgendwas? Ah, ein Unterschrank. Da ist. Bist du noch irgendwas? Oh Gott, ist das dunkel hier.
schon wieder Gewitter. Dann haben wir da noch mal was zu essen? Aber mehr ist hier auch nicht, oder? Süd war oben. Hallo? Da wohnt doch bestimmt einer drin. Nö. Tatsache, hier ist Ruhe. Da ist ein Sessel, da ist das. Hier gibt es nochmal Klamotten. Eine Mütze. Eine Vouchermütze. Falls ihn jemand kennt, der auch sehr gerne 7 Days to Die spielt, der auch sehr viel Spaß daran hat. Aber das war's jetzt. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wir laufen mal. Was ist hier in der Garage los? Was ist das? Das ist ein Wasseranschluss. Und hier hinten noch irgendwas. Da hinten ist irgendwie noch so eine. Hier ist noch ein Mülleimer. Da sind auch noch ein paar Sachen drin. Hier sind auch noch mal ein paar Sachen drin. Was bist du? Du bist wahrscheinlich wieder so ein Dingenskirchens. Sind wir da schon drin gewesen? Hallo, wer wohnt hier? Pappkarton unberührt. Da ist Plastik drin. Jetzt knurrt es doch gleich bestimmt irgendwo in der Ecke. Nö, hier wohnt gar nichts drin. Das ist irgendwie so ein Zwischenboden, aber. Warum hänge ich hier? Ah, okay, dann laufen wir andersrum wieder raus. Okay. Werkzeug, Duct Tape und Nägel. Gut. Da ist eine Papierrolle. Da ist ein bisschen Bruchsand drin gewesen. Okay, das sieht gut aus. Das sieht doch echt gut aus. Dann eiern wir mal so langsam. Goldsmiths Residenz. Kann auch gut sein. Briefkasten unberührt. Was haben wir hier drin? Wo hast du das jetzt hingepackt? Ist der auf den Boden gefallen? Da war doch gerade ein Buch drin. Okay. Da liegt ein Blutbehälter. Ach so, geht jetzt nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Können wir erstmal Samen weglassen, weil die brauchen wir ja eigentlich auch erstmal nicht. Denn das tragen, das sind Dreier und das andere ist ein Zweier. Okay. Was ist das hier? Roter Tee. Hier ist ein bisschen davon und das ist Schrotflintenmunition. Okay. Das ist doch schön. So, dann laufen wir mal zurück. Das war diese Goldsmiths. Da drüben ist auch nichts mehr. Und hier ist die Resistenz auf der anderen Seite. Das war die mit dem Ding. Ja, genau. Ja, dann eiern wir mal ganz langsam nach Hause. Ja, wie gesagt, unsere Ausdauer wird jetzt ein bisschen brauchen, aber weit war es ja nicht, bis wir zu Hause waren. Mir ist kalt, warum auch immer. Habe ich so wenig an? Ja, Mantel, Schal und auch sowas fürs Gesicht fehlt. Ah, okay. Ja, jetzt kommt aber die Sonne wieder raus. Das ist gut. Bist du auch unberührt? Enforcer benutzen. Okay, haben wir jetzt auch gelernt. Da ist irgendwie so ein Vorkommen, was auch immer das ist. Willst du, kranke Schwester, auf die Schnüss? Genau. Bleibst du liegen? Bleibst du liegen? Ich weiß gar nicht, ob viel ich den schweren Schlag machen kann. Okay, jetzt bleibt sie liegen. Das ist gut. So, dann laufen wir wieder zurück zur Hütte, sortieren mal aus und probieren mal den Herd anzuschmeißen. Das Einzige, was ich jetzt nicht gesehen habe, waren die Sache an. Die Kaninchen und Hühner und sowas, die hier rumgelaufen sind. Vielleicht laufen sie ja hier vorne irgendwo eher rum. Die mir hier sonst immer. Aber wenn die sehen, dass du mit dem Bogen ausgestattet hier in der Gegend rumrennst, dann sind sie natürlich dann auch weg. Sieht irgendjemand wo was?
Leerer roter Geländewagen. Ja, das stimmt, den habe ich ja schon. Aber keine Tiere. Vorher sind die Hühnchen hier rum. Was bist denn du da hinten für ein Haus? Ja. Nee, wir. Hier können wir ja ein bisschen Cross-Country gehen. Aber jetzt haben wir ja einiges zusammengekriegt. Wie gesagt, mit einem Schal oder sowas. Weiß gar nicht. Gibt es da irgendwie so einen. Irgendwas, was wir drunter ziehen, dass wir nicht frieren? Das ist die gute Frage. Da müssen wir mal unsere Sachen reparieren, weil die jetzt auch wieder sehr gelitten haben. Aber kriegen wir alles hin. Hier ist dieses komische, ominöse Riesenloch hier, was mir so ein bisschen Angst macht. Da könntest du eine Dingfalle draus machen. Da machst du mit Streben von da drüben hier rüber und setzt deine Hütte mitten drauf und die fallen da unten alle rein. Dann bist du natürlich auch sicher. Es gab ja mal eine Zeit lang, glaube ich, diese Mechanik, dass es diese schwebenden Hordenfestungen gegeben hat. Oh, schon wieder eine Sporttasche. Was haben wir hier? Stahlvorschlaghammerteile. Okay. Da können wir mal die Fasern hier rüber machen. Dann nehmen wir die lieber mit. Weil da kriegen wir, glaube ich, ein bisschen was mehr. Und Aloe Vera Creme. Das ist ja Messin. Gut. Somit ist ja der. Da wohnt unser Ding. Aber Tiere sehe ich jetzt keine mehr. Das ist doch ominös. Vor sind die Hühnchen und Häschen und sowas hier alle rumge. Oh, guck mal, wer zu Hause ist. Wer da zu Hause ist. Das ist gut. Okay, gut. So. Dann machen wir das mal. Und jetzt kann man ja hier sozusagen diesen Grill rosten. Dann gibt es ja hier die Rezepte. Trübes Wasser. 3 Stück. Und die lassen sich, das lässt sich immer noch nicht kochen. Warum auch immer. Aber wir haben ja einen Tee. Gibt es hier eigentlich normale Getränke? Hier können wir das trübe Wasser. Brauchen wir da wirklich einen Topf? Dann haben wir hier einmal Chicken Soup, einmal Peaches, einmal diesen Eintopf. Dann haben wir Eier, dann haben wir Maismehl, haben wir ja auch ohne Ende. Was haben wir noch so an? Wir sortieren mal kurz. Dann haben wir hier Chrysanthemensamen, dann haben wir hier Kaffeebohnen, dann haben wir Kartoffel, dann haben wir Knochen, dann haben wir Grützfleisch. Wir sortieren noch mal. Dann haben wir Beeren, dann haben wir den Tee und einmal den Saft. Was macht der denn? Effektive Verdauung, Ausdauer, Wiederherstellung 15%. Ah, das ist natürlich gut. Gut, gut, gut. Dann haben wir hier Aloe Vera zum Schmieren, Creme. Und wir haben Baumwolle haben wir noch. Und sieht jemand noch irgendwas, was nach Ding aussieht? Okay. Gut. Das verkaufen wir. Die Ballonmütze verkaufen wir. Munition müssen wir mal schauen. Was ist das hier? Eine. Gibt es da irgendwelche eine Info? Verschießt 9 mm Munition. Dann haben wir hier 9 mm Munition. 9 Stück. Ist okay. Grober Schrot, das geht, glaube ich, dann hier auch mit rein. Shotgun-Munition. Okay. Er beschwert sich schon wieder, dass er Hunger hat. Ja. Ah, jetzt haben wir natürlich Wildbret. Dann essen wir mal die Peaches. Ah, okay, gut. Das müsste ja. Und jetzt haben wir da einen Block rausgenommen. Kann ich den von hier aus wieder einsetzen? Okay, jetzt ist er wieder drin. Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder genommen.
Ja, ich glaube, das muss ich dann unbedingt aufrüsten, dass das hier nicht immer so. Gut. So. Ist mir ja sonst nie passiert. So, dann gehen wir hier mal kurz runter. Wir sortieren. Wir haben das. Den Clay. Wir haben Holz mitgebracht. Wir haben Duct Tape mitgebracht. Wir haben Papier. Wir haben Lemble. Wir haben Dietriche. Oh, die sollte man, glaube ich, bei den Waffen reinmachen. Dann haben wir einmal Stahl mitgebracht. Dann haben wir Blei mitgebracht. Dann haben wir Messing mitgebracht. Das ist gut. Dann haben wir Federn. Das gehört, glaube ich, auch Richtung Autoteile. Plaste, Kleber, Motorenteile, Öl, Nägel, Zement, ein Sack Zement, Lappen. Dann haben wir noch eine Schaufel, die können wir ihm auch verkaufen. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Brot und Wasser und die Sachen wollte ich jetzt, die Dietriche wollte ich hier noch reinpacken. Dann laufen wir mal zu ihm rüber und schau mal, was er so uns kredenzt. Jetzt haben wir aber unser eigenes Geld nicht mitgenommen. Lüdelüdelü. Reparieren mag ich eh nicht, weil das ist jetzt wahrscheinlich dann zu viel Kosten. So. Gut, so, dann ist das die letzte Aktion für heute, dass wir einmal beim Joel reinrennen. So, gut. Keule, schau mal her. Wenn du das haben möchtest, dann verkaufe ich dir das für 60. Dann verkaufe ich dir den für 47. Die kaufe ich dir für 90. Die verkaufe ich dir für 80. Die verkaufe ich dir für 40. Die für 8 und die. Magst du gar nicht. Also muss ich die dann sozusagen, wenn ich die jetzt sage, zerlegen, dann macht er mir da Einzelteile draus, dann ist alles gut. Was wir dringend brauchen, wäre Wasser. Hast du sowas? Wasser. 120. Ja, nehmen wir zweimal mit und kaufen uns das. 85, eine Dose Katzenfutter. Ja, kaufen wir auch. Dann sind mich hier so ein bisschen schier. So, jetzt möchte ich das gerne mal ausprobieren, ob das wirklich so funktioniert. Dann läuft man nämlich hier durch und fällt hier runter und kommt hier raus. Das ist nämlich auch so ein Geheimnis, was ich bei jemandem mal gesehen habe, wo wir wieder bei der Schiebermütze wären. Danke, Voucher. Dann, oh, hier gibt es auch Kisten. Das nehmen wir auch mit. Was haben wir sonst noch hier? Hier ist ein Bett. Hier ist ein. Was ist das? Ein ergonomischer Griff. Ah, okay, gut. Da ist das, das, das. Moderner Herd. Da ist schon wieder Kohle drin. Ich weiß ja nicht, was die hier alles verbrennen lassen. Da ist einmal Suppe da. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, ich brauche aber eher diesen, wie heißt das, diesen Topf. Diesen Dingtopf. Naja, gut, mit Knochen kann ich mich auch zuschmeißen. Mais, Kühlschrank. Das sind medizinische Vorräte. Jetzt haben wir ihm, glaube ich, seine Bude leer gemacht. Was war das? Mit Riegeln, Toilette. Was versteckst du in deiner Toilette? Papier. Okay, gut. Sonst ist hier eine Badewanne. Bücher. Also hier kommt man wieder raus. Ach, das ist sein Zugang, sein normaler. Und wenn man jetzt. Okay, so kommt man hier raus. Unberührt. Und wir haben schon wieder Hunger. Wir haben schon wieder Hunger. Dann nehmen wir mal das Miau. Werden wir davon satt? Ich weiß es nicht. Oh, Gesundheit geht ein bisschen nach oben. Okay, hier liegt jetzt ein neues Kistchen rum. Da war ein bisschen Blei drin. Gut. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, ich gehe mal rüber in meine Hütte, ein bisschen aufräumen. Und das nächste Problem, was sich uns auftut, wo sind wir denn? Wir müssen dahin. Ist natürlich, dass wir,
uns nochmal dem Jagen und den Wassergläsern, den leeren Gläsern zu tun, dass wir da auf alle Fälle mal ordentlich einen Vorrat jetzt rankriegen. Machst du mir die Tür auf? Dankeschön. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.